Hallo Leute, hier ist der Tobi von Blenderhilfe. Heute mit einem kleinen Extra-Video. Die Version 2.8.0 wird ja diesen Monat veröffentlicht, vielleicht Ende des Monats, vielleicht auch erst Anfang August. Das kommt darauf an, wie lange jetzt die finale Fehlersuche noch dauert. Und ja, da können wir eben alle auch die Entwickler unterstützen und mal Blender testen. Es ist jetzt folgendermaßen, also am 11.07. Donnerstag, diesen Donnerstag, kommt der Release Candidate für 2.8.0 raus, der erste, RC1. Release Candidate ist einfach so eine Art Vorabveröffentlichung, also zwischen Beta und dem finalen Release kommen diese Release Candidates, also Kandidaten für den Release, und die werden der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, damit noch Fehler gefunden werden können. Und ja, damit das dann wirklich finale Release dann wirklich stabil ist. Es kann also ein RC1, 2, 3 geben und jeweils so eine Woche oder 10 Tage dauert es dann, bis dann der nächste Release Candidate kommt. Und wenn dann keine schwerwiegenden Fehler mehr gefunden werden, dann wird dieser Kandidat zum finalen Release und wird offiziell veröffentlicht als Blender 2.8.0. Und dann sind wir fertig mit diesen Release. Und dann gibt es ja alle 3 Monate ein Update. Also 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3. Wir sollten natürlich schauen, dass wir die Entwickler dort unterstützen und Fehler eben suchen. Einfach ein bisschen mit Blender jetzt rumspielen und das dann als Bug melden, falls uns irgendwas komisch vorkommt, falls wir irgendwas überhaupt nicht finden oder irgendwas nicht funktioniert oder ein Menüeintrag falsch ist, eine schlechte Beschreibung für irgendeine Funktion oder irgendwie sowas. Das kann ein Bug, kann ganz vieles sein momentan. Das zeige ich euch heute mal an einem Beispiel, weil ich gerade zufällig mal ein bisschen rumgespielt habe, mal wieder 10 Minuten mit Blender und habe sofort wieder einen Bug gefunden, der mich extrem stört. Und das ist was ganz Einfaches eigentlich, aber ich zeige es euch jetzt mal, wie das so generell funktioniert, wie man eben in Blender einen Bug in den Bug-Tracker einträgt und ja, den dann sozusagen den Entwicklern meldet damit und die können das dann fixen. Also viel Spaß! Zur Fehlersuche laden wir uns natürlich immer den aktuellsten Blender runter. Das ist natürlich wichtig, damit wir nicht aus Versehen eventuell Fehler melden, die schon gefixt wurden. Ja, also immer tagesaktuell den Blender 2.8.0 runterladen und nach Bugs suchen dort. Ich habe jetzt hier das Problem gehabt, ich wollte den Fly-Modus nutzen und dann, ja, dann habe ich mit F3 mal geguckt und dort ist es angegeben mit Shift, also Akzent. Das ist das zwischen der Löschen-Taste und dem scharfen S. Und das funktioniert eben nicht. Und ich habe auch was Komisches entdeckt. Im Endeffekt im View-Menü unter Navigation hat man hier Fly und Walk. Das sind eh zwei verschiedene Sachen. Das Fly, das ist der alte Fly-Modus und Walk ist der neue Fly-Modus. Also das haben sie jetzt beides drin. Und das hat beides keinen Shortcut hier angegeben. Und wenn ich aber danach suche, also wenn ich hier im F3 komme ich in die Suche und dann hier Fly eingebe, dann sieht man hier zwei Sachen, nämlich View Navigation, Walk, Fly, was eigentlich keinen Sinn macht, weil die zwei ja jetzt getrennt sind, Walk und Fly. Und Fly Navigation hat gar keine Taste und das sollte eben Shift und dann dieser Akzent sein. Aber das funktioniert nicht. Shift, Akzent. Ich habe auch schon andere Tasten ausprobiert, die es sein könnten, aber das habe ich jetzt so nicht gefunden. Und für mich als Tutorial-Macher ist es ja zum Beispiel wichtig, dass ich jetzt nicht meine eigenen Keys vergebe, sondern dass ich die Standard-Keys von Blender nutze. Und deswegen habe ich ein Interesse daran, dass die gut sind und vollständig, damit ich keine ja, User-Keys angeben muss, sondern dass ich in meinen Tutorials wirklich mit dem Standard-Blender arbeite, damit es jeder einfach nachvollziehen kann und nicht jedes Mal erklären muss, ja, ich habe jetzt Shift-F gedrückt, aber das müsst ihr erst so einstellen und so. Das würde alles ein bisschen kompliziert machen. Deswegen halte ich mich an den Standard-Blender. Ja, deswegen sind diese Keys mir total wichtig, dass die gut sind. Ja, und das werden wir zwar einfach melden, dass das irgendwie unlogisch ist und dass hier auch eine Tastenkombination steht, die überhaupt nicht funktioniert. Genau, jetzt kann man natürlich hingehen und erstmal eine Google-Suche machen, Blender 2.8.0, Fly, Deutsch oder ja, sowas. Und dann sieht man hier zum Beispiel, dass das Ding, irgendwo stand es hier,
Hier steht es, Accent Grave, so heißt der Key. Ja, und hier schreibt auch jemand, dass das mit dem German Keyboard ja, Probleme macht. Und gut, jetzt haben wir da, sagen wir mal, haben wir uns da so ein bisschen eingelesen, wie die, ob wir überhaupt Recht haben oder möglicherweise. Dann gehen wir auf developer.blender.org. Da brauchst du eine Blender-ID, also melde dich da ruhig an. Eine Blender-ID kann nicht schaden. Damit kannst du auf allen Blender-Webseiten dich dann anmelden. Das ist so eine globale, so ein globales Anmeldeding für alle Blender-Seiten. Und dann, wenn du dich dann angemeldet hast, dann bist du hier eben drin. Und dann bist du, glaube ich, auf der Startseite hier. Da siehst du eben die, den normalen Blender und hier die Add-ons. Und da kannst du eben Bugs reporten oder hier browsen. Genau, also bevor wir einen Bug reporten, immer erstmal browsen. Dann sind wir jetzt hier drin und dann können wir einfach mal hier nach Fly suchen. Und dann sehen wir hier so ein paar Sachen. Die sind alle schon geclosed, sieht man hier. Und hier zum Beispiel Hotkey not working. Hat jemand schon gemeldet? Schauen wir mal rein, was da von wann das ist und so. Das Datum ist, hier unten 30. Mai. Ja, ist schon ein bisschen her. Und Brecht hat es zugemacht und hat hier verlinkt auf einen anderen, auf eine andere Geschichte. Und hier steht dann, ja, das wurde eben geändert. Und zwar changed Shift F Fly Walk Modus und jetzt Shift Accent Grave. Und das funktioniert eben nicht. Und da werden wir jetzt mal einen neuen Bug aufmachen, um Sie darauf hinzuweisen, dass da irgendwas nicht funktioniert. Zumindest mit dem deutschen Keyboard. Im englischen Keyboard wird es wahrscheinlich funktionieren, aber im deutschen jetzt in dem Fall nicht. Ja, da brauchen wir natürlich einen ordentlichen Standard-Key, weil die deutsche User-Group ist ziemlich groß. Also wir haben viele User in Deutschland und die werden sich dann alle freuen, dass das nicht funktioniert. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und dazu gehen wir jetzt am besten hin und gehen eben nicht hier rein, um einen Bug zu melden. Das würde ja auch hier gehen. Hier Report a Bug. Aber es gibt eben noch eine bessere Möglichkeit, nämlich direkt von Blender aus. Hier über Help und hier Report a Bug. Und dann siehst du, das geht jetzt schon auf. Und das Gute dabei ist, da schreibt hier die Systeminformationen rein. Also mit was für einem Windows arbeite ich, was ist meine Grafikkarte, Treiberversion von der Grafikkarte, welche Blender-Version ganz genau. Das ist natürlich für die Entwickler total wichtig. Und dann hier Short Description of Error. Da trage ich jetzt mal ein, muss natürlich in Englisch sein, was das Problem ist. Fly Mode not accessible through German Keyboard. Shift plus das hier is not working on German Keyboards. So, und jetzt gebe ich noch einen Vorschlag mit ein, nämlich would be good to have Shift plus F. Again, so Germans can use the fly mode. Und natürlich als Standard, as a standard, so, ja, Grozinesen, standard, so. Ja, dann wie man genau die Fehler reproduzieren kann, also bei den meisten Fehlern ist es so, da schreibt man dann hierhin, wie genau der Fehler zustande kommt. Was muss ich drücken in Blender, in welcher Reihenfolge? Edit-Modus, was auswählen, das und das machen und dann stürzt er ab oder dann passiert das oder wie auch immer. Das kann man dort reinschreiben. Macht jetzt in meinem Fall jetzt hier nicht viel Sinn, aber das ist normalerweise sehr wichtig, weil wenn die Entwickler den Fehler nicht nachvollziehen können, also reproduzieren können, dann wird es schwierig, ihn zu suchen. Ja, ansonsten steht ja alles drin, unsere Blender-Version, unsere Systeminformationen. Und ja, jetzt können wir den abschicken. Und wenn er dann abgeschickt ist, ja, dann kann es auch sein, dass die Entwickler Rückfragen stellen und sagen, wie meinst du das, was hast du genau gemacht oder was auch immer. Da können also schon Diskussionen auch ausbrechen, das ist aber ganz gut so. Und man kriegt natürlich dann auch Bescheid, wenn der Bug behoben wurde oder was auch immer. Man kann auch Files anhängen, hier, use drag and drop to attach files, das geht natürlich auch.
Hier kann man es noch mal kurz lesen. Und dann können wir das abschicken. Create new task. Normalerweise lasse ich mir da mehr Zeit. Ich habe jetzt auch im Vornherein schon ein bisschen natürlich geschaut. Kann jetzt auch sein, dass das kompletter Blödsinn ist, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Aber im Endeffekt, wenn die Entwickler sagen, nee, das ist Quatsch, dann schließen sie es einfach. Also das ist jetzt tut jetzt keinem wirklich weh. Also es ist wichtig momentan, dass wirklich die Bugs gemeldet werden. Also jetzt gerade vor dem Release Candidate, also vor Donnerstag noch, und dann eben auch nach dem Release Candidate, also oder während des Release Candidates, weil darum geht es ja im Release Kandidaten, dass man sich dann dort den Kandidaten runterlädt und dann dort nach Fehlern sucht und die dann auch meldet, damit die bis zum finalen Release wirklich noch gefixt werden können. So, das war's soweit von mir zu dem Video. Sucht ruhig Bugs, wenn ihr euch nicht sicher seid. Googelt ein bisschen und diskutiert auch gerne unter diesem Video in den Kommentaren. Wenn ihr einen Bug findet, könnt ihr da auch gerne reinschreiben und sagen, ich habe da was gefunden. Kann das jemand bestätigen oder kann vielleicht jemand sagen, dass das kein Bug ist? Dann brauche ich das nicht melden. Also wir können da auch untereinander uns ein bisschen helfen. Einfach in die Kommentare mit den ganzen Bugs und den Fragen. Und ja, viel Spaß bei der Fehlersuche. Ich mache dann natürlich auch Tutorials für Blender 2.8. Das ist klar. Aber es ist eben momentan wirklich so, dass sich noch Sachen ändern, auch wichtige Sachen. Und wenn ich jetzt Tutorials mache und dann ist es am Schluss anders, das bringt keinem was. Da warte ich jetzt lieber noch ein paar Tage, bis dann wirklich alles abgeschlossen ist. Weil ich habe da noch ein paar Bugs gefunden, die werde ich jetzt auch gleich noch melden. Das sind noch ein paar Sachen, die gefallen mir überhaupt nicht und die funktionieren nicht. Aber ich werde da jetzt mal ein bisschen was machen und da noch ein paar Bugs melden. Und ihr auf eurem Bereich, also wo auch immer ihr in Blender fit seid, schaut euch das mal genauer an. So viel anders ist Blender 2.8 jetzt nicht als Blender 2.7. Die Menüleiste ist jetzt oben, das Layer-System ist jetzt Collections. Und das alles erkläre ich aber in den kommenden Tutorials zu Blender 2.8.0. Und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, happy blending und viel Spaß. Ciao!